Hallo ihr Lieben. Ja, ich bin ein Mensch wie jeder andere. Ich bin wie du, wie du, wie du oder wie du. Ich lebe genauso in einer Mietswohnung oder beziehungsweise in einem Mietshaus, an einem Einfamilienfachwerkhaus. Da stehen wir auch gerade drin. Ich habe dieselben Sachen zu machen wie ihr. Ich muss Miete zahlen, ich muss gucken, wie ich das Geld dafür zusammenbekomme. Ich muss meine Rechnungen bezahlen, ich muss mein Leben bestreiten. Ich habe ein uraltes Auto, was die Reparatur im Grunde eigentlich gar nicht mehr wert ist. Und doch repariere ich es immer wieder, weil ich dieses alte Audile echt liebe. Ja, wie gesagt, ich bin wie jeder Mensch von nebenan. Ich bin ein Mensch, der hat genauso sein Päckchen zu tragen. Ich habe genauso meine Schicksalsschläge. Ich habe zum Beispiel unter anderem auch eine Beinlähmung durch eine misslungene Knieoperation. Ich habe schon als Betreuer gearbeitet für meine damalige Partnerin, weil sie eine psychische Störung hatte. Hat. Und man aber füreinander da ist. Also habe ich in den 7 Jahren, in denen wir zusammen waren, 4 Jahre ihre gesetzliche Betreuung übernommen. Ich muss, wie gesagt, genauso mein Leben bestreiten mit allen Sorgen, allen Ängsten, allen Problemen. Als auch allem schön. Ich bin genauso ein Mensch, der zu Hause einfach gern in bequemen Sachen rumläuft, ungeschminkt ist und einfach sich mal wohl fühlt, ja, abschalten möchte und ja, lebt. Ich bin wie jeder andere Mensch auch. Und der einzigste Unterschied, der vielleicht zwischen mir und dem manch einen von euch besteht, ist, dass ich Tatsache nach dem Motto lebe, was ich schon ja mein halbes Leben lang mir immer wieder sage, und zwar: Grenzen existieren nur in unseren Köpfen. Ich bin halt ein Mensch, der immer wieder sagt, es muss sich was ändern, und bin aber auch so, dass, wenn ich sage, dass ich will, dass sich was ändert in dem Punkt, dem Punkt, dem Punkt oder dies oder jenes stört mich, dann muss ich auch was tun. Und das tue ich auch. Ich setze mich Tatsache in all den Punkten zur Wehr. So hat man mir zum Beispiel auch gesagt: Ja, du, Security, mit einer Beinlähmung, du kannst ja gar nichts machen, das geht ja gar nicht. Doch, ich habe den Security-Schein, den 34a, erworben. Ich habe auch in diesem Beruf gearbeitet. Es geht, wenn man will. Ja, und so ist das auch. Ich setze mich weiterhin sehr aktiv für die Menschen, für das Wohl der Menschen, für uns alle somit, als auch für die Tiere ein. Unter anderem zum Beispiel auch Anti-Gewalt-Kampagnen schon gestartet habe, mich für die Änderung der Betreuungsreform stark gemacht habe und da Tatsache schon geschafft habe, dass der Bundestag gesagt hat: Okay, so geht das wirklich nicht. Ein Paragraph ist schon geändert, aber ganz im Ernst, das reicht mir nicht. Und das ist etwas, wie gesagt, deswegen mache ich das Ganze, weil ich sage, es muss sich was ändern. Wir müssen endlich wieder anfangen, für uns selbst einzustehen, für unser Leben, für unsere Freiheit, für das, was wir wollen. Und ihr fragt mich so oft um Unterstützung in jeder Hinsicht. Nur alleine kann auch ich nichts bewirken. Ich brauche euch dazu. Ich danke euch tausendmal für eure Unterstützung und euer Vertrauen in mich. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dieses Vertrauen auch weiter unterstützt und somit jetzt mir auch dabei verhelft, entsprechend die Stimmen zu bekommen, um das Vorhaben für uns alle noch ein wenig aufzupeppen, zu verbessern. Und auch ich bin beispielsweise nicht davor gefeit, vor Mobbing, Stalking, hatte ich auch alles schon, sexuelle Belästigung, ja, unter anderem eben auch, weil man mit einer Frau lebt und leider Gottes dann sehr häufig kommt, so von wegen: Ja, da möchte ich gerne mal zuschauen oder mitmachen. Kenne ich auch alles zur Genüge. Deswegen, ich bin wie ihr. Ich habe dieselben Sorgen, dasselbe Erleben wie jeder andere auch. Nur eben jeder erlebt es anders und nimmt es auch für sich anders wahr. Ich lasse mich davon nur nicht abhalten, sondern im Gegenteil, das stärkt mich, dass daran eben dringend was geändert werden muss. Weshalb ja unter anderem auch mein Schwerpunkt beispielsweise eben die Gleichstellung ist. Ja, die Gleichstellung ist viel, viel breiter gefächert, als viele immer denken. Aber auch solche Sachen spielen da alle mit rein.
Ich habe schon mehrere Clips dazu gebracht, auch zum Thema Gewalt. Auch da spielt die Gleichstellung eine Rolle. Denn es gibt bei Weitem kaum Männerhäuser und Hilfen für Männer oder bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen, dass das wahre Opfer im Endeffekt Gehör bekommt. Das ist leider noch immer nicht so. Das gehört alles in die Gleichstellung und viele, viele andere Punkte. Und genau dafür mache ich mich unter anderem stark. Und dass auch in Schulen das Mobbing aufhört, dass man fairer und gleicher miteinander umgeht, dass Männer und Frauen den gleichen Beruf nachgehen dürfen und können, wie sie wollen. Und dass es eben nicht nach einer Quotenerfüllung geht, von wegen, wir brauchen jetzt eine Frau, wir brauchen jetzt einen Behinderten an dieser Position, um die Quote zu erfüllen. Nein, das sollte nicht sein. Es sollte so sein, dass die Menschen Tatsache nach dem bewertet werden und nach dem angestellt werden, was sie können und leisten können und wollen und nicht, wer sie sind. Das sind alles Punkte auch zum Thema Gleichstellung, wo sich dringend was ändern muss. Es darf aus meiner Sicht nicht sein, dass es heißt, Gleichstellung bedeutet, dass man Frauen und Behinderte mehr und mehr nach vorne bringt. Nein! Gleichstellung heißt, jeder Mensch ist gleich und jeder Mensch erhält die gleichen Rechte und Berechtigung. Die gleiche Stellung. Gleichstellung. So ist meine Ansicht und das möchte ich gern bewirken und erreichen. Das erstmal als kurzes Statement, wer ich bin, wie ich lebe. Ich werde gern noch einen weiteren Auszug aus meinem Leben bringen, sprich meine Tiere, mein Wohnreich, mein Leben. Und ihr werdet wirklich feststellen, ich bin wirklich wie ihr und ich handle aber auch danach, denn wir sind eins und wir als eins sollten gemeinsam für unser Leben etwas tun, weil es ist unser Leben. Das erstmal von mir. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Alles Liebe und Gute.